Es gibt drei Burlesken von Bartok und das ist die zweite. So Burleske, wie vom Titel her, es ist ein lustiges Stück. Es gibt so etwas wie Humor in der klassischen Musik. Man soll Menschen sehr bedauern, die das nicht spüren. Und das ist so eine Szene, das ist ein frühes Stück von Bartok, also noch von ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Und wenn wir diese Melodie beobachten, so Quarte herunter und Quarte nach oben, und dann harmonisiert das. Und das ist so noch immer ganz tonal, aber er macht diese lustige Vorschläge. Und das wird so polytonal zusammen. Ne? Dieses Stück hat einen Untertitel auf Ungarisch, Egy kicsit ázottan, also besoffen wäre zu viel gesagt, aber ein kleines bisschen alkoholisiert. Das ist schon sehr sympathisch. Allerdings nicht für Anti-Alkoholiker. Und stellen wir uns vor, dass dieser Herr nach einem lustigen Abend, vielleicht im Theater, und wir kommen noch dazu, er war wahrscheinlich im Theater und hat zum Beispiel die lustige Witwe gesehen. Und danach geht er zum Abendessen und er trinkt sehr gut und ganz heiter fängt er an, nach Hause zu gehen. Aber diese Schritte sind ein bisschen unsicher. Also, wenn man getrunken hat und versucht, gerade zu gehen, aber es gelingt nicht so ganz. Und dann verschluckt sich, also das ist so ein Verschluck, ein Hiccup auf Englisch. Es gibt davon eine wunderbare Aufnahme von Bartok, das können Sie auch hören. Ich kann das nicht einmal imitieren, das ist so einmalig. Und dann eben, warum auch ich auf die lustige Witwe komme. Denken wir an diese ist mein ganzes Herz. Also so etwas singt unser Held auf dem Heimweg. Und dann so, er sucht, denn er kommt zu einer Kreuzung und es sind so drei oder vier Straßen und er erinnert sich nicht ganz genau, welche seine Straße ist. Das ist ein wunderbar lustiges Stück.